In diesem Video will ich ein paar Beispiele zeigen, wie man Präfixe ineinander umrechnen kann. Das Ganze soll so funktionieren, dass ich euch quasi eine Art Kochrezeptanleitung dafür gebe und anhand dieser Kochrezepte dann hoffentlich klar wird, warum das so funktioniert. In dem ersten Beispiel gucken wir uns mal eine gemessene Zeit an. Wir sagen mal, wir haben eine Zeit gemessen und diese Zeit, die wir gemessen haben, beträgt 0,034 Sekunden. Unser Ziel ist jetzt, das Ganze anzugeben in Millisekunden. Und das Erste, was wir überhaupt erstmal machen müssen, ist, dass wir uns klar werden, was bedeutet eigentlich Millisekunde. Wenn wir das nicht wissen, kriegen wir das jetzt auch nicht gerechnet. Denn das ist schlichtweg eine Definition. Das hat einfach irgendjemand festgelegt. Irgendwer hat sich mal überlegt, was soll denn dieses M heißen? Das M steht für Milli. Wenn man jetzt Latein kann, dann weiß man, dass das irgendwas mit 1000 zu tun hat. Wenn man kein Latein kann, ist man eigentlich aufgeschmissen und muss ins Tabellenbuch gucken. Wenn man jetzt in ein Tabellenbuch guckt, stellt man fest, eine Millisekunde soll einfach eine Tausendstel Sekunde sein. Das ist die Bruchschreibweise. Die ist zum Umrechnen von Präfixen allerdings nicht so gut geeignet. Da gibt es eine schönere Darstellung, die steht da drunter. Nämlich man kann auch sagen, eine Millisekunde sind 10 hoch minus 3 Sekunden. Die 10 hoch minus 3 ist ja genau ein Tausendstel. Und wenn man jetzt nicht mehr weiß, wie Potenzrechnung im Detail funktioniert, sollte man sich das, bevor man jetzt hier anfängt, nochmal angucken. Denn ich kann nur stärkstens empfehlen, Präfixumrechnungen mit Potenzdarstellung zu machen. Das ist nämlich deutlich weniger fehleranfällig. Ja, jetzt kommt das Kochrezept. Kochrezept soll an der Stelle bedeuten, wir tun einfach mal. Und dann hinterher haben wir vielleicht verstanden, was wir getan haben. Das Erste, was wir tun, ist, wir schreiben den Wert unserer Ausgangsgröße einmal ab. Das heißt, das sind 0,034. Der nächste Schritt ist, wir überlegen uns, wie sieht unser Präfix in Potenzdarstellung aus? Haben wir gerade schon gesagt, das sind 10 hoch minus 3. Wir gehen also hin und schreiben 10 hoch minus 3 mal hin. Mit der Idee, dass das mal ein Milli werden soll. Ferner fehlt uns hier noch die Einheit. Das Ganze findet in Sekunden statt. So, und jetzt sieht das Ganze natürlich halbfertig aus. Ist es auch, denn was wir jetzt gerade machen, wenn wir das hier mal alles als Multiplikation interpretieren, ist, wir verfälschen die Gleichung. Hier steht 0,034 Sekunden. Hier steht 0,034 mal 10 hoch minus 3 Sekunden. Das ist ganz offensichtlich nicht dasselbe. Damit das Ganze wieder dasselbe wird, gehen wir hin und teilen direkt wieder durch unser Präfix, was wir eigentlich haben wollen. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, was soll der Quatsch? Der Quatsch ist folgendes. Diesen Teil hier, also das durch das Präfix geteilte und der ursprüngliche Wert, den können wir jetzt ausrechnen. Und aus dem, was übrig bleibt, das ist dieser Teil hier, wird das Präfix. Und damit sind wir fertig. Denn den Teil können wir einfach ausrechnen. 0,034 geteilt durch 10 hoch minus 3 ist, und jetzt wende ich einfach mal Potenzrechenregeln an, 0,034. Und weil jetzt 10 hoch minus 3 im Nenner steht, kann ich das auch als Multiplikation schreiben, indem ich sage, das ist eigentlich mal 10 hoch 3. Wie gesagt, siehe Potenzrechenregeln. Das heißt nichts anderes als nimm 0,034 und multipliziere es mit 1000. Und wenn ich das mache, verschiebe ich das Komma um 3 Stellen. Das heißt, ich habe hier raus 34. Und damit bin ich fertig. Denn diese 34 ist genau die, die jetzt an diese Stelle gehört. Das heißt, was ich hier gerade gemacht habe, ist, ich habe die 0,034 Sekunden umgerechnet in 34 Millisekunden. Und das ist das, was wir machen wollten. Und die Systematik läuft jetzt im Grunde genommen immer gleich. Das zweite Beispiel wird jetzt ein bisschen komplizierter, funktioniert aber technisch immer noch sehr ähnlich. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass wir eine Spannung messen wollen, beziehungsweise eine Spannung gemessen haben. Und diese Spannung beträgt 0,96 Millivolt. Und unsere Idee ist jetzt, das Ganze umzurechnen in Mikrovolt.
Und auch hier muss man jetzt natürlich mal nachgucken, was heißt denn dieses komische μ? Das ist ein griechisches kleines μ. Und da stellen wir fest, wenn wir in die Tabelle gucken, dass 1 Mikrovolt nichts anderes ist als 10 hoch minus 6 Volt. Siehe Tabelle oder siehe Definition. Was wir jetzt tun ist, wir übernehmen wieder den Wert, den Ursprungswert. Und jetzt eliminieren wir das Präfix, was wir nicht mehr haben wollen. Wir wollen kein Milli mehr hinten haben, also gucken wir, dass wir das nicht mehr hinschreiben, indem wir hingehen und sagen, wir schreiben es mal als Potenz. Das wären 10 hoch minus 3. Im nächsten Schritt machen wir das gleiche, was wir hier oben in dem Bereich gemacht haben. Das heißt, wir schreiben uns das neue Präfix hin, was wir haben wollen, als Potenz, nämlich dieses Mikro. Das wäre hier also 10 hoch minus 6. Und damit die ganze Gleichung stimmt, teilen wir da wieder durch. Sonst wäre es ja falsch. Und die Einheit nicht vergessen. Und jetzt machen wir das gleiche wie eben. Hieraus bauen wir uns unser Mikrovolt. Und alles, was übrig bleibt, müssen wir ausrechnen. Dieser Teil bleibt übrig und den müssen wir jetzt wirklich ausrechnen. Und was hier rauskommt, kommt dann an diese Stelle. So, jetzt müssen wir ein bisschen rumrechnen. Also hier steht 0,96 mal 10 hoch minus 3 geteilt durch 10 hoch minus 6. Oh, Entschuldigung, 10 hoch minus 3, so. Geteilt durch 10 hoch minus 6, geteilt durch 10 hoch minus 6 kann ich, wie hier oben auch wieder hinschreiben, als mal 10 hoch 6. Jetzt müssen wir wieder Potenzrechenregeln anwenden. Das sind nämlich 0,96 mal, und jetzt muss man eben wissen oder noch im Kopf haben, wie man solche Potenzen hier zusammenfasst. Es gilt nämlich a hoch x mal a hoch y, also zwei Potenzen mit gleicher Basis, ist nichts anderes als a hoch x plus y. Mathematisch korrekt muss man hier fair sein und sagen, a muss dafür größer 0 sein. Das ist bei uns aber kein Problem. Und wenn wir das hier anwenden, steht hier 10 hoch minus 3 plus 6. Minus 3 plus 6 ist aber 3 und damit bleibt hier übrig 0,96 mal 10 hoch 3, also 960. Und diese 960 wandert entsprechend an diese Stelle und wir haben erfolgreich Millivolt in Mikrovolt umgerechnet. Drittes, etwas unrealistisches Beispiel, aber nur um zu zeigen, dass auch das ohne weiteres funktioniert. Ich habe einen Wert gemessen mit einem Multimeter und das Multimeter hat mir angezeigt 13.680.112 Milliohm. Wie gesagt, es ist sehr, sehr unrealistisch, das wird nicht passieren. Aber ich möchte hier einmal zeigen, dass man auch Präfixe, die nicht direkt nebeneinander liegen, nämlich Milli und Kilo, ohne weiteres aneinander umrechnen kann. Weil ich mir das Leben etwas einfacher machen möchte, werde ich auch am Ende runden, weswegen hier ein Ungefährzeichen steht. Also ich nehme gleich nicht alle Nachkommastellen mit, sondern schneide hier ab. Wir haben ein neues Präfix, nämlich das Kilo. Jetzt guckt man wieder in die Tabelle und stellt zum Beispiel sowas fest, wie ein Kilo Ohm wären jetzt 10 hoch 3 Ohm, also 1000 Ohm. Und jetzt tun wir das Gleiche, was wir eben auch gemacht haben. Schritt 1, wir schreiben den Wert ab, von dem wir kommen. Also die 13.680.112. Wir wollen keine Milliohm mehr haben, also schreiben wir die Milliohm als Potenz aus. Das sind 10 hoch minus 3, wie eben. Wir wollen nach Kiloohm, also schreiben wir die Kilo als Potenz hin, das sind 10 hoch 3. Und damit wir keinen Fehler machen, teilen wir wieder durch 10 hoch 3. Ich will sagen, das hier wird unser Kiloohm. Und alles, was übrig bleibt, müssen wir ausrechnen.
Und das wird unser neuer Wert. Ja, dann rechnen wir mal wieder. Also wir haben 13680112. Ich bin zu faul, die Zahl als Ganzes auszusprechen, wie man merkt. Mal 10 hoch minus 3. Und teile nochmal durch 10 hoch 3. Oder ich sage alternativ, ich multipliziere nochmal mit 10 hoch minus 3. Siehe Potenzrechenregeln. Das heißt, das hier sind zusammen 10 hoch minus 6. Und wenn ich 13.680.112 mal 10 hoch minus 6 ausrechne, heißt das nichts anderes als nimm 13.680.000, hier habe ich eine 0 vergessen, 112 und teile sie durch eine Million. Was hier jetzt ungefähr rauskommt, sind 13,68.